zu meinem ersten virtuellen Vortrag anlässlich des Power BIs, organisiert durch PM1. Danke an Katrin Borchert, dass sie sich wieder mal die Mühe gemacht hat, uns hier zusammenzubringen. Mein Thema ist hier On-Premise Data Gateway Administration und Performance Tuning. Dieser Thema aus der Praxis, das ich auch bei meinen Arbeitgeber schon seit längerem im Einsatz habe. Kurz möchte ich einmal sagen, was ist ein Data Gateway? Nun, es verbindet die On-Premise-Welt mit der Cloud-Welt. Da dazwischen gibt es einen Computer, da läuft ein Service, Konfiguration ist in der Cloud und Power BI-Berichte zum Beispiel, die ich in der Cloud in den Service publiziere, können dann auf eine Vielzahl von Datenquellen on-premise zugreifen. Gleich vorausschicken möchte ich, dass ein Data Gateway zu installieren und betreiben nicht viel Aufwand bedeutet. Es läuft sehr stabil in meinen Erfahrungen, einfach zu konfigurieren und hat noch, was das Disaster Recovery ist, auch einen großen Vorteil. Gut, damit ein Power BI User mit seinem Power BI Service und Desktop schnell hier mal Ergebnisse erzielen kann, gibt es neben den On-Premise Data Gateway für Unternehmensumgebung noch einen sogenannten Personal Mode. Den Personal Mode kann ich auf meinem Notebook installieren und kann da schnell auf Datenquellen zugreifen, die auf meinem Notebook existieren. Hier zur Einschränkung, ich kann entweder auf einem Computer ein normales Data Gateway oder ein Data Gateway im Personal Mode installieren, aber ich kann nicht beides mischen, kann auch nicht zwei Dienste auf einem Computer installieren auf einem Server. Hier ein kleiner Überblick zur Architektur. Also hier haben wir die On-Premise-Datenquellen, das ist eine Vielzahl von verschiedenen Verbindungen, die möglich sind. SQL Server, Tabular Model, OLAP geht natürlich auch, Files, SharePoint und noch viele exotische Datenbanken und noch vieles mehr. Und dazwischen haben wir jetzt auf einem virtuellen Computer oder auf einem Server einen Dienst, einfach ein Stück Software, das man installiert, einen Dienst. Dann hat man in der Cloud einen Service, eine Konfiguration und das kann dann benutzt werden, Azure Analysis Services, Power BI Services, Power Plattform und noch einiges mehr. Hauptsächlich habe ich Erfahrung mit Power BI und Azure Analysis Services. Alles, was das andere Power betrifft, das habe ich noch nicht ausprobiert. Gut, was braucht man noch zur Installation oder was muss man noch über das Gateway wissen? Ich konfiguriere ja auch Datenverbindungen. Und den Datenverbindungen kann ich zum Beispiel die Credentials hardcodiert eingeben. Hat natürlich Nachteile, was jetzt Sicherheitskonzepte betrifft. Demgegenüber steht Direct Query und Live Connect. Das eine ist für Analysis Services, das andere ist für relationale Datenbanken. Und ich kann auch Single Sign-On konfigurieren. Das ist natürlich wieder Kerberos Constraints Delegation, funktioniert einwandfrei. Hier ist der Link, wo man dann auch weiterführende Informationen kriegt. Also das ist dann schon ein bisschen komplizierter, aber es klappt einwandfrei. Was braucht man dann noch? Zum Beispiel für ein Office 365-Account oder ein Power BI-Pro-Account. Und dann muss ich natürlich wissen, wie mein User Principal Name in Azure ist, mit dem ich mich dann einloggen kann. Und das kann man leicht nachfragen, indem man schreibt UML UPN. Gut, gehen wir vor mit der Installation. Die ist wirklich sehr einfach. Es ist einfach einen Installer starten und sich durchklicken und da sind ein paar Schritte drinnen und gehen wir jetzt das einfach einmal so kurz durch. Auf der Website lädt man sich das runter, dann startet man den Installer, dann entscheidet man sich, ob man ein normales Gateway oder ein Gateway im Personal Mode startet. Hier sind gleich ein paar Punkte mit den Einschränkungen und Personal Mode kann nur ein User verwenden, beziehungsweise kann man dann nur in Power BI verwenden. Das normale Gateway, das kann man dann für Live Query, Power Apps, hier ist eine kleine Übersicht, verwenden, können mehrere User verwenden, kann shared und stellt man halt den vollen Funktionsumfang zur Verfügung. Gut, noch den Pfad angeben, wo wir es hin installieren müssen und dann feuerfrei install. Das läuft dann jetzt einfach durch und wenn man dann fertig ist,
Mit der Installation loggt man sich mit seinem Azure User Principal Name, Vulgo Office 365 Account ein und kann dann das Gateway konfigurieren. Bei der Installation selber möchte ich noch auf etwas hinweisen, was sehr praktisch ist für Disaster Recovery. Das Setup fragt mich, möchte ich ein neues Data Gateway registrieren oder möchte ich schon die Konfiguration eines vorhandenen Gateways verwenden. Das heißt, wenn ich schon mal ein Data Gateway installiert und konfiguriert habe, dann wird ja die Konfiguration, weil ich ja mit meinem Office 365 bei Azure anlogge, in Azure gespeichert. Wir kommen dann auch noch dazu, dass ich das Gateway in Azure verwalten kann auch. Was jetzt sehr praktisch ist, geht mir jetzt das Server verloren oder ich muss es aus irgendeinem Grund deinstallieren und wieder installieren, also eine sogenannte Reparatur durchführen, dann kann ich mit dieser Option Migrate Restore oder Take Over ein Existing Gateway, mein Gateway wiederherstellen. Dazu muss man einige etwas wirklich beachten bei der Installation. Vergebe ich hier einen Namen und einen Recovery Key. Mit diesem Recovery Key kann ich alles wieder korrekt wiederherstellen. Den brauche ich unbedingt, weil im Hintergrund Informationen gespeichert werden, verschlüsselt, die ja für die Datenverbindung wichtig sind. Und wenn ich die wiederherstellen möchte, dann ist dieser Recovery Key unabdinglich. Geht mir dieser verloren, dann muss ich meine Datenverbindungen neu konfigurieren. Das kann unter Umständen doch sehr viel Aufwand sein, wenn es überhaupt dann noch möglich wäre. Ja, und zum Schluss schaut es dann so aus. Die App auf dem Server zeigt mir mal den Status, welcher Version das ist. Wenn eine neue Version ansteht, dann wird es das hier anzeigen und ich könnte direkt in dieser App die neue Version runterladen und ein Upgrade durchführen, was bis jetzt in meiner Erfahrung problemlos und transparent immer durchgelaufen ist. Dann habe ich noch ein paar weitere Punkte: Service Settings, Diagnostik, Network und Connectors. Das sind jetzt die Punkte, wo ich jetzt die Konfiguration in dieser App auf meinem Server vornehme. Ja, der erste Punkt ist einmal, in dieser App kann ich den Dienst neu starten und das andere ist, ich kann für den Dienst einen Service-Account angeben. Standardmäßig gibt es so also ein Built-in-Account, NT-Service, PBI, GW-Service. Möchte man allerdings Single Sign-On verwenden im Unternehmen, dann ist ein Domänen-Account erforderlich, weil ja der entsprechend für Single Sign-On erkennt Constraint Delegation Konfiguration dann braucht. Somit komme ich um einen Active Directory Account, Domain-Account nicht umhin. Na, in den Diagnostics kann ich noch was konfigurieren, kann ich meine Log-Einstellungen eingeben. Bei Network habe ich nur etwas, kann ich von HTTP auf HTTPS umschalten und die Konfiguration Konnektoren, da gibt man dann einen speziellen Pfad noch an. Was ich allerdings noch nicht korrekt konfiguriert hatte, war auch bis dato noch kein Problem. Dann gibt es noch weitere Konfigurationen. Wenn man um einen Proxy nicht umhin kommt, kann man manuell in den Config-Files einen Proxy eintragen. Hier dazu der Link mit der Anleitung. Das ist dann schon etwas Advanced Configuration, aber auch für die Log-Files gibt es etwas, das ich dann noch ein bisschen noch Advanced konfigurieren kann. Wir kommen ja auch später noch auch dazu, dass ich ja das auch monitoren will und ein bisschen eine Aussage über die Performance haben möchte. Gegebenenfalls, ob ich jetzt meinem virtuellen Server mehr CPU, mehr RAM geben muss. Okay, kommen wir zur Verwaltung. Die Verwaltung des Data Gateways kann ich in der Cloud machen. Ich habe einerseits den Power BI Service und das andere ist die Power BI Plattform Admin Center. Ich habe meine Konfiguration immer im Power BI Service gemacht und leider habe ich mit dem Power BI Plattform Admin Center noch keine Erfahrungen. Möchte ich das einfach einmal kurz herzeigen? Also ich habe hier meinen Power BI Service, das ist mein privater Account. Hier habe ich Einstellungen und hier kann ich dann die Gateways verwalten, sehe ich dann die Gateways. Hier habe ich dann die Liste der Gateway Cluster aufgelistet. Klar, ich habe jetzt keine Cluster konfiguriert. In jedem Cluster ist nur ein Gateway drinnen, beziehungsweise hier sind noch die Konfigurationen. Und dann kann ich verschiedene Cluster-Einstellungen nehmen. Ich vergebe mal einen Cluster-Namen und dann vergebe ich noch
die Administratorenberechtigungen, wer also diese Cluster verwalten darf, wer Datenverbindungen einrichten darf. Ich habe hier ein Cluster, das heißt Lab Tailspin, einfach mal nur so in einer Laborumgebung. Da habe ich eine Datenquelle eingerichtet und die Konfiguration dieser Datenquelle ist auch wieder wichtig für Single Sign-On, weil der Benutzername hier mit Name und Kennwort, den ich nach der Eingabe nicht mehr sehe, da sind dann nur mehr Pünktchen drinnen, auch für die Single Sign-On-Konfiguration von Bedeutung ist. Das heißt, ich gebe einen Namen ein, einen Datenquellentyp, den Instanznamen, die Datenbank zum Beispiel für Tabular Model und hier den Benutzernamen. Möchte ich jetzt diese Datenquelle noch einmal konfigurieren mit dem gleichen Servernamen und Datenbanknamen? So geht das leider nicht, weil ein Data Gateway nicht nach dem Tabellennamen unterscheidet, sondern nach dem Connection String. Und jeder Connection String, also Server, Datenbankname, kann nur einmal in einer Gateway-Konfiguration vorkommen. Sonst, ich glaube, das ist einsichtig, dass dann das Gateway nicht entscheiden kann, welche Datenquelle es dann verwenden soll. Dann habe ich hier noch Benutzer. Habe ich mich einmal herumgespielt, ob ich auch Gastbenutzer hinzufügen kann. Das ist ein Office 365 Gastbenutzer. Das funktioniert auch. Hier trage ich die Benutzer ein, die diese Datenverbindung im Erstellen von Berichten verwenden dürfen. Dann habe ich hier noch einen Button Benutzernamen zuordnen. Dies hat jetzt mit dem Gateway zwar primär nichts zu tun, aber ich möchte es doch erwähnen, weil es für Sicherheitskonzepte, wie ich auf meine On-Premise-Datenquellen zugreifen möchte, relevant ist. Ich unterscheide hier mal mit effektivem Benutzername und Custom Data. Wenn ich jetzt mit Single Sign-On arbeite, das heißt, der Benutzer, der den Bericht aufruft, verbindet sich über die Datenquelle mit dem Tabular Model, authentifiziert sich an der Analysis Services Instanz. Und da sind ja dann zum Beispiel Rollen konfiguriert, die einen dann die Berechtigungen geben, welche Daten man abrufen kann. Das heißt, es wird dann im Unternehmensnetzwerk im Active Directory geprüft, ob das ein User ist, der sich authentifizieren kann. Im Gegensatz zu ist Custom Data. Custom Data ermöglicht mir ein Sicherheitskonzept von domänenfremden Usern. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Portal, wo sich jetzt ein Kunde mit Username, Passwort anmeldet und ich möchte jetzt ihm auf Row-Level Security die Möglichkeit geben, die Daten aus dem Tabular Model abzurufen. Dann mache ich das mit Custom Data. Custom Data hat noch die Möglichkeit, dass sich durch Regeln diese Zeichenkette bisschen umformatieren kann und dann wird diese Information zum Beispiel an das Tabular Model weitergereicht, wo eine Tabelle ist, wo dann hinterlegt ist, ob es diese Zeichenkette gibt oder nicht und welche Informationen dieser dann zurückbekommt. Da muss man dann sagen, hier findet dann keine Authentifizierung am Active Directory statt und die ganze Security hängt dann davon ab, wie gut das Tabular Model designed ist. Also das hängt alles ein bisschen zusammen. Das Gateway, die Konfiguration der Dienstkonten für Single Sign-On, hier im Power BI Service die Datenquellen und hier noch die beiden Funktionen Effektiv Username, Custom Data. Gut, jetzt eine Frage an die Runde. Ist soweit alles klar oder will mir jetzt kurz jemand eine Frage stellen? Dann würde ich die kurz beantworten, sonst würde ich dann einfach. Genau. Gerne die Fragen entweder in die Fragensektion reinschreiben oder ja, sich entmuten und einfach losfragen. Sonst würde ich das einfach aufs Ende meiner Session verschieben. Ich denke mal, mach's auch am Ende. Bis jetzt haben wir noch keine Fragen reingebekommen. Machen wir einfach Das mal ab. passt, glaube ich. Genau.
Okay, so viel einmal zur Verwaltung von einem On-Premise Data Gateway. Sie sehen, das ist nicht schwer, gibt ein paar Kleinigkeiten. Ja, kommen wir soweit einmal hin, dass wir auch einmal ein Problem haben und wir müssen Troubleshooting durchführen. Jetzt sind wir wieder auf dem Computer, wo dieser Service installiert ist. Und da haben wir einerseits in der App die Diagnostikabteilung. Da können wir die Gateway-Logs in einer ZIP-File raus exportieren und dann kann man sich's anschauen. Parallel dazu haben wir auch den Event Viewer, wo man auch dann feststellen kann, ob irgendwelche Fehler aufgezeichnet worden sind. Soweit gibt es da jetzt nicht mehr dazu sagen. Gut, kommen wir zum Thema Monitoring und Optimierung. Da muss ich mal ein paar Sachen machen. Ich muss einmal Performance Logging aktivieren. Dann brauche ich das Additional Logging. Gehen wir noch einmal zurück. Hier habe ich das Additional Logging desaktivieren. Und dann möchte ich ja auch dann das irgendwie ein bisschen virtuell, ein bisschen darstellen. Das ist doch eine sehr umfangreiche Anleitung, die hier auch ein bisschen den Rahmen sprengen, aber es ist nicht schwer, da ein Ergebnis zu erzielen. Ich versuche es einmal so gut als möglich darzustellen. Hier ist eine URL mit der Anleitung, welche Konfigurationen und Schritte man machen muss. Ich glaube, ich rufe das jetzt einfach einmal auf. Schauen wir uns diese Anleitung da kurz an. Also ich muss hier in Konfigurationsdateien das hier ändern. Das ist in dieser Config-Datei. Zwei Werte auf True setzen. Dann, was habe ich dann? Das sind weitere Erklärungen, aber kommen wir jetzt zu dem. Hier ist ein Download-Link, der einem ein Power BI-Template gibt, mit dem ich schon vordefinierte Berichte habe, wo ich dann zum Beispiel das schon mal abfragen kann, System-CPU-Usage, Gateway-CPU-Usage, Memory, System-Memory und so weiter. Und da habe ich mehrere Seiten in diesem Bericht drinnen. Also da habe ich schon mal einen sehr kompakten, schnellen Einstieg, um hier Informationen zu bekommen, wie jetzt die Auslastung meines Gateways ist oder muss ich gegebenenfalls mehr RAM, mehr CPU geben oder was auch immer. So, wir sind gut im Zeitplan und jetzt versuche ich das, was ich jetzt gesagt habe, hier lokal umzusetzen. Es geht jetzt schnell den Installer runter und ich versuche jetzt als Demo auf meinem lokalen Computer ein Gateway im Personal Mode zu installieren und dann einen Bericht in Betrieb zu nehmen. So, hier ist er da. Das ist der Pfad, wo ich den hin installieren mache und ich hoffe, das klappt jetzt alles, so wie ich mir vorstelle, um Ihnen zu zeigen, wie unkompliziert und einfach das vonstatten geht. So, E-Mail-Adresse, da gebe ich jetzt meinen Office 365. So, heute lässt sich die Anmeldung ein bisschen länger Zeit. Schauen wir mal, ob sich hier schon etwas tut. Georg, mal kurz eine kleine Frage so zwischendurch. Für Sie, ich sehe da ja gerade so Gateway-Cluster, ne? Ja. Hat das irgendwie so einen speziellen Grund, warum das so heißt? Oder was kann man damit genau machen? Man kann ja mehrere, also wenn du jetzt zum Beispiel zwei Server parallel nebeneinander hast, kann man jeweils auf dem einen und auf dem anderen diese Software installieren und diese beiden Services zu einem Cluster zusammenschlüsseln, dann hat man so eine Art Load Balancing. Drum Okay, steht das hier. heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Testumgebung hatte und eine Produktivumgebung habe, dann könnte ich da jetzt beide Sachen in so ein Cluster einbinden. Ja, dann hat man. Ja, richtig, dann hast du einen Cluster, aber dann hast du halt keine Test- und keine Produktivumgebung mehr, weil dann ist beides Test und Produktiv. In diesem Gateway. Das heißt, ich sollte, wie ist die Best Practice? Soll ich das lieber trennen oder? Also ich habe zum Beispiel zwei Server mit jeweils einem Gateway. Das eine ist so mein POC, wo ich neue Versionen teste, neue Funktionalitäten und das andere ist Produktion. Also ich habe für jeden Gateway-Cluster nur einen Server. Okay, und das ist auch so Microsoft Best Practice oder ist das jetzt so deine Best Practice? Ich frage nur, also hat ja Ich jeder habe so seine. das aus dem einen Hintergrund begonnen, in dem mir nicht, wo ich mir schwer tue, abzuschätzen, welche Last kommt auf mich zu. Da haben wir gesagt, ja, wir fangen einfach einmal aus Kostengründen mit der kleinen Lösung an. Dadurch, dass man ja das monitoren kann, kann ich ja das jederzeit einsehen, wie die Auslastung ist. Und wenn die Auslastung zu hoch wird, dann muss ich erweitern. Solange ich das nicht muss, haben wir gesagt, machen Sie wir nicht. Das ist Ach der so, einzige okay. Grund. Einfach Okay. mit einer Sparvariante ein bisschen anfangen. Okay, super. Jetzt Okay. geht's auch weiter.
Ich lege jetzt hier ein neues an, weil ich möchte, wie nenne ich das? Private Data Gateway. Dann muss ich hier einen Schlüssel angeben. Hier wäre jetzt der Button, Katrin, wenn ich jetzt dieses Gateway einem vorhandenen Cluster hinzufügen möchte. Denn das mache ich jetzt hier nicht. Jetzt sage ich konfigurieren. Aber das sieht ja alles relativ einfach aus. Ich würde jetzt mal gerne mal in die Runde fragen. Die meisten kennen ja mittlerweile dieses Handzeichen. Wer benutzt dann bei sich so ein On-Premise-Data-Gateway? Gerne mal auf die Hand klicken, mal gucken, wer findet seine Hand. Georg, siehst du an der Seite, wenn du runterscrollst unter den Teilnehmern, kannst du mal hoch und runterscrollen. Da siehst du dann ganz genau, wer schon so ein Gateway benutzt. Nur einige Leute sind dabei. Ah ja, Auch Jürgen, auch Jürgen ist dabei. zwei, drei, Genau, so ein paar Leute benutzen es ja drei, doch. vier Also ich, benutzen. Ja. genau, und vielleicht nach deinem Vortrag benutzen es noch mehr. Also, wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe jetzt hier mal wir können da die Einstellungen durchgehen. Das Gateway-Dienstkonto hier lokal verwende ich mit dem integrierten Account. Ich schalte hier die zusätzliche Protokollierung ein. Dann wird das Dienst neu gestartet. So, wenn ich jetzt die Gateway-Protokolle exportieren möchte, klicke ich einfach hier drauf. Hier habe ich dann einfach schon eine ZIP-Datei in einen Ordner auf meinem Desktop. Da sind die Protokolle drin. Mal kurz reinschauen. So, ist da irgendein Error? Offensichtlich nicht. Also das sind auch ziemlich praktisch die Logs kompakt beieinander. Netzwerk, HTTPS-Modus, Connector. Für benutzerdefinierte Datenconnector habe ich jetzt für dieses Dienstkonto einen Ordner, wo ich die ablegen kann. Und wenn ich jetzt diesen Schlüssel, den ich angegeben habe, neu vergeben möchte, dann kann ich das auch hier machen sollte. Aber ich muss ja den alten muss ich immer wissen. Also das ist wichtig, den alten muss ich wissen. So, jetzt den Dienst kurz einmal beenden. Und dann habe ich ja Benutzer. Aha. Kann nicht sein, dass der ausgeblendet ist. Was suchst du jetzt genau? Na, jetzt habe ich mich selber ich Selber suche ausgesperrt. eine Konfigurationsdatei. Nein, ich bin im falschen Pfad gesucht. Die heißt Microsoft Power BI Data. Für was brauchst du die jetzt? Damit ich diesen Bericht fürs Monitoring zeigen kann. Ah, okay. Data Movement Pipeline. Aber in dem Logfile ist ja generell eigentlich nur die Audit Logs drin. Das heißt, du könntest ja theoretisch, wenn du schon so einen Report gebaut hast, den schon zeigen, oder? Ja, aber das ist eine Vorbereitung, die ich machen muss. Ah, okay. Sonst kriege ich die Information nicht, auf die dann der Bericht zugreift. Ah, okay. So, das sind. Wenn du fertig bist, wir haben auch noch Fragen in der Fragensektion. Ich würde die dir nachher gerne vorlesen, wenn du fertig bist. Find. So, das müssen wir auf True setzen und das müssen wir auf True setzen. Jetzt hoffe ich, Retry as Admin. Hat er das jetzt genommen oder hat er das jetzt nicht genommen? Hat er genommen, hat er abgespeichert. Gut, dann können wir das schließen. Dann habe ich hier die Gateway Performance Monitoring Vorlage. Die starte ich jetzt. Gibt es so einen Bericht eigentlich auch irgendwo zum Runterladen? Hast du dir den selber gebaut oder? Der ist zum Runterladen. Hier in der Anleitung steht es drinnen. Ah, Hier okay. in der Das Anleitung ist der heißt, Link drinnen. Ist ist der alles. Link auch noch in deiner Präsentation drin, damit. Genau. Ah, super. Ist alles drinnen. Sehr schön. Und das ist wirklich ein fixfertig kompaktes Paket. Da ist alles schon da. Hier habe ich noch einen bestimmten Pfad, wo jetzt die Informationen gespeichert wird, die ich jetzt vorher in der Config-Datei konfiguriert habe. Lass mal das einmal arbeiten. Aha. Das sollte jetzt nicht sein. Das tut mir jetzt leid. In meinem PUC habe ich einen Domain-Account, wo ich diesen Pfad habe und da wären diese Log-Informationen dann und da würde er dann darauf zugreifen. Das hat sich jetzt leider nicht konfiguriert. Ich glaube, es ist nicht jetzt ganz so dramatisch. Wir haben jetzt leider ist ja schon ein bisschen drüber. Wir haben gleich die nächste Session, aber ich Und denke, so wird's dann ausschauen. genau, so ein Bild nochmal zeigen, wie es dann halt im Endeffekt aussieht, wie man denn das Gateway nochmal monitoren kann, richtig? Genau. Super. Dann würde ich dir jetzt nochmal die letzte oder die Frage nochmal vorlesen, die wir haben. Moment, ich klappe das einmal auf. Und zwar haben wir eine Frage vom
Armin. Wir greifen einmal pro Woche Daten von einem SQL-Server ab. Es ist aber auf dem SQL-Server für uns kein Gateway angelegt. Haben ein On-Premise-Data-Gateway angelegt, jedoch können die Daten nur aktualisiert werden, wenn der Laptop im Netz ist. Falls mal ein Kollege im Urlaub ist, haben wir natürlich das Problem mit Aktualisierung der Daten. Kann ich deshalb meine Gateway-Rechte zur Aktualisierung auf eine andere Person übertragen? Das wird in dem Sinn, glaube ich, nichts helfen, weil wenn der Computer, wo dieser Dienst installiert ist, nicht eingeschaltet ist, dann funktioniert das leider nicht und funktioniert das Gateway nicht. Okay. Das heißt, wenn jetzt der Armin nochmal Fragen hat, dann könnte er dir auch nochmal dir kurz Bescheid geben und dich nochmal kurz fragen, oder? Ja, klar. Ja, klar. Also der Computer, wo dieser Dienst läuft, wo die Installation, die jetzt gemacht, der muss immer rund um die Uhr laufen. Wenn der gestoppt ist, dann funktioniert das Gateway nicht mehr. Dann funktioniert auch nicht die Aktualisierung der Daten dann in den Berichten. Dann können die Berichte die Daten nicht abholen. Okay. Super. Sonst noch Fragen? Gerne noch kurz in die Fragensektion schreiben. Ich würde sagen, wir noch eine Minute und dann schließen wir diese Session und gehen dann, haben wir 10 Minuten Pause, kurz Käffchen holen oder einen Tee und dann geht es auch schon weiter mit dem Christoph Schenter und Power Apps und Power BI. Vielen Dank, Georg, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich finde das Thema Gateway ist immer sehr spannend. Da kann ich eigentlich nie genug von hören, vor allem weil die meisten wirklich noch On-Premise-Daten haben, also sprich Daten irgendwo liegen, die noch nicht in der Cloud sind. Umso wichtiger das Thema halt auch. Wenn noch Fragen sind, der Georg hat bestimmt heute noch ein paar Minuten Zeit, vielleicht dem einen oder anderen noch mal eine Frage zu beantworten, oder? Ja, klar, ich bin noch da. Super. Dann würde ich sagen, da jetzt noch keine Fragen mehr gekommen sind, schließe ich jetzt diese Session und wir sehen uns in 10 Minuten in der nächsten Session. Ich freue mich, wenn alle wieder dabei sind und ja, ich wünsche sonst allen, die nicht dabei sein können, aufgrund von Arbeit, Kinderbetreuung, trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Und bleibt alle gesund. Bis Auf gleich. Wiederhören. Bis gleich.